Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Mini-Let's Play. Ich möchte euch in ein, zwei Folgen, es werden wohl zwei Folgen werden, die Alpha-Version von Snowtopia vorstellen. Wir müssen hier ein kleines Schiri so aufbauen. Der Entwickler hat noch viel zu tun. Dennoch möchte ich schon mal einen ersten Blick riskieren und euch das Spiel kurz vorstellen. Bleibt dabei, wenn ihr das sehen wollt. Bis gleich! Wie man gleich zu Beginn sieht, befindet sich Snowtopia noch in einer offenen Alpha, ne, ganz klar zu erkennen. Das sieht man natürlich dem Spiel generell an, auch beim Spielen natürlich, ist klar. Ich möchte dennoch mal schon mal den ersten Blick riskieren und euch das Spiel zeigen, weil ich finde es eigentlich ganz lustig und ich hoffe mal, dass die Entwickler was draus machen. Ich gehe mal ganz kurz auf die Einstellungen ein, zumindest bisher ist es noch nicht allzu komplex. Wir haben generelle Einstellungen, wo wir immerhin zwischen Englisch und Französisch, ja, ich sag mal, auswählen können. Ich bleib mal bei Englisch. Mein Französisch ist nicht das Beste. Wir können die Autospeicherfunktion einstellen. Lassen wir mal unbeachtet. Dann haben wir hier eine kleine Steuerungsübersicht. Wer sich das anschauen möchte. Hier können wir die Soundeinstellungen vornehmen. Soundeffekte habe ich keine wahrgenommen im Spiel. Und ja, die Musikeinstellungen. Naja, die Musik ist halt, hört anderweitig Musik. So, dann haben wir hier die Grafikeinstellungen bis auf die Auflösung und die vertikale Synchronisation, können wir dort nichts ändern. So viel zum Menü. Starten wir einfach mal ein neues Spiel. Ich werde in der Folge den Frozen Peak spielen. Der ist ein wenig leichter und eignet sich entsprechend, ja, ich sag mal, besser, um die ganze Sache zu erklären. Ich plane aber noch eine zweite Folge und ja, da werde ich euch dann die andere Karte zeigen. Die ist ein bisschen schwieriger zu spielen. So, wir starten hier in unserem Winter-Skigebiet, sage ich mal. Gut, okay, es gibt keine Sommer-Skigebiete, sollte auch klar sein. Zu Beginn ist wichtig, okay, der Beginner-Guide, den kann man ausschalten. Gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Die Sache ist klar, was wir machen müssen. Ihr seht schon, knapp die Hälfte haben wir schon geschafft. Also wir haben hier im Prinzip unser Resort. Da übernachten unsere Gäste, beziehungsweise kommen die an. Und dann haben wir hier diesen markierten Bereich. Das ist so die Zone, da müssen unsere Skipisten enden, sage ich jetzt mal dazu, ne? Und unsere Lifte beginnen. Derzeit ist es noch so, dass es kein Geld im Spiel gibt. Ich denke mal, dass das noch hinzukommt. Wichtig ist bisher nur, dass sich unsere Gäste wohlfühlen. Und dafür müssen wir natürlich entsprechend coole Lifte und Skipisten bauen. Ich fange mal mit einem kleinen Lift an. Ihr habt, wie gesehen, hier drei verschiedene Lifte. Wichtig ist hierbei, wir brauchen Arbeiter dafür, hier brauchen wir einen, hier brauchen wir zwei und hier brauchen wir vier. Bisher können wir maximal drei Leute einstellen, das heißt, wir können einen Lift davon und einen Lift davon bauen und die entsprechend betreiben. Zweite Information, die wichtig ist, ist hier die Kapazität und natürlich noch die maximale Länge und die Höhe des Liftes. Hier haben wir 56 Kapazitäten, Länge von 300 Meter und hier 100 und 450 Meter und hier halt 500 Meter Länge und eine Kapazität von 360 Leuten. So, so viel dazu. Ich denke mal, wenn dann das Spiel, ja, ich sag mal, wenn dann Geld mit hier reinkommt in die ganze Sache, dann ist natürlich klar, dass man natürlich erst mal mit dem kleinen Liften anfängt, ne? Entsprechend werde ich einfach mal, ja, den kleinen Lift nutze ich mal für eine einfache Piste. Ich werde mal ganz stumpf das hier platzieren und ihr seht schon, Steuerung im Übrigen natürlich mit der, ja, mit der Maus hier hin und her bewegen, mit WASD die Kamera bewegen und mittlere Maustaste ist drehen und scrollen ist das Scrollrad, ganz klare Sache, ne? Wir bekommen nicht angezeigt, wie lang das bisher ist, aber sobald es zu lang wird, wird die ganze Sache rot, beziehungsweise wenn wir es irgendwo hinziehen, wo es Maus nicht bauen können, dann zeigt uns das Spiel das auch an. So, platzieren wir also den ersten Lift. Ich sag mal, Vorteil, wenn die Liftstrecke lang ist, ist, dass die Schlangen theoretisch, die Warteschlangen theoretisch ein bisschen kürzer sind, ne? Weil halt einfach viel mehr Leute auf dem Lift sein können. So, bei den Strecken ist es bisher so, dass wir Medium und Breit haben, also Mittel und Breitheit. Für den Lift werde ich einfach mal eine schmale Piste wählen. Und jetzt ist wichtig, das ist wirklich das Grundprinzip des Spiels, sage ich mal. Ihr müsst natürlich am Lift anfangen. Ihr seht das auch schön, das rastet so ein wenig ein. Und exakt das werde ich tun. Und wie ihr seht, kommen dann hier so Farben, ne? Also grün, weiß, blau. Das geht dann bis hin zu rot und schwarz.
Und das sind die Schwierigkeitsgrade der Skipisten, ne? Also weiß und grün, das ist das Einfachste, das ist quasi für Anfänger. Blau ist so mittelmäßig, rot ist schwer und schwarz ist quasi Todespiste. Ich sag mal, ich bin kein Fan von schwarzen Pisten, aber rot ist schon okay. Also ich bin jetzt hier nicht so ein Wani, ne? Wichtig ist also, dass die Piste möglichst, also ihr müsst euch klar sein, welche Farbe ihr wollt. Müsst natürlich schauen, was halt möglich ist, ne? Also hier ist klar, dass man eine rote Piste hier nicht hinbekommt. Sprich, das wird jetzt eine grüne Piste. Wenn da ein bisschen Weiß dabei ist, ist okay. Und die Farbe sollte möglichst einheitlich sein. Ja, also so ein bisschen Blau drin ist natürlich auch in Ordnung, aber hier seht schon, wenn man das entsprechend bewegt, ne? Je nachdem, wie die Höhenlinien sind. Kennen wir ja aus Transport Fever 2 und aus Focus and Resources of the Republic. Jedenfalls sollte die Farbe halt, wie gesagt, möglichst einheitlich sein. Wir kommen dann gleich dazu, warum das wichtig ist. Ich denke mal, ich werde das Grün nicht komplett durchhalten können. Ein kleines Stück Blau, ne? Macht das auch nicht zu eng, sag ich mal. Oh, schaut euch das mal an. Komplett grün. Und dann können wir das so auslaufen lassen. So, wenn ihr das so gebaut habt, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Okay, ich sehe gerade, wir haben hier ein ganz kleines Stück Blau. Das ist aber in Ordnung, ne? Und wenn ihr damit zufrieden seid, dann einfach ganz kurz nochmal hier unten Linksklick drauf. Und dann wird euch jetzt hier der Schwierigkeitsgrad angezeigt, der empfohlen wird. Ihr könnt natürlich auch einstellen, ey, das ist eine sehr schwere Piste, ne? Allerdings zieht diese Piste dann quasi Skifahrer an, die schwere Pisten fahren wollen und die haben da halt keinen Spaß. Und das ist hier das Wichtige, ne? Wir wollen oder müssen erreichen, dass die Leute Spaß haben. Und ich meine, die Piste ist fast komplett grün, bis auf ein kleines blaues Zwischenstück hier. Und entsprechend stellen wir den Schwierigkeitsgrad natürlich auch auf grün ein, ist ja klar, ne? Hier wird uns nochmal angezeigt, wie lang die Piste ist. 402 Meter ist meiner Meinung nach ordentlich. Und hier haben wir, ja, die durchschnittliche Neigung, sage ich jetzt mal. Löschen könnt ihr die ganze Sache mit Delayed. Ändern jetzt so geht leider nicht, zumindest noch nicht. Ich hoffe aber, dass es noch reinkommt, das wäre ganz hilfreich. Und wir können die Piste noch umbenennen. Nennen wir es einfach mal Anfängerpiste, ne? So. Okay, dann einfach irgendwo ins Bild klicken und die Sache ist weg. Jetzt müssen wir natürlich unseren Skilift noch einschalten. Dazu einfach den Skilift aktivieren und einen Arbeiter einstellen und schon wird der Skilift aktiviert. Ja, wie ihr seht, die Skifahrer sind nun schon fleißig dabei, da aufzusteigen, sage ich mal. Ihr seht das schon, die sind jetzt hier ein bisschen unzufrieden, weil die ein bisschen lange warten mussten. Ihr könnt natürlich auch einfach auf Pause machen oder so und dann habt ihr das Problem nicht. Aber wenn die dann ein bisschen fahren, dann werden die wieder glücklich. Okay, so viel sage ich mal dazu zum einfachen Pistenbau. Ihr könnt natürlich auch dahergehen und sagen, hey, das ist mir aber zu langweilig, ich möchte da ein bisschen mehr Abwechslung haben. Dann könnt ihr halt einfach wieder die Piste auswählen und geht zum Beispiel hierher. Hey, das wäre doch cool, wenn wir das jetzt hier trennen könnten. Achtet aber auch hier mehr oder weniger auf den Schwierigkeitsgrad. So, dass es das, wie gesagt mehr oder weniger einheitlich ist. Na, sehr schön, passt auch. Nur auch hier könnt ihr wieder kontrollieren, alles komplett grün, sehr schön. Ihr könnt natürlich den Schwierigkeitsgrad, ich sag mal, auf so einem Zwischenstück, könnt ihr natürlich variieren. Allerdings würde ich davon abraten, wenn ihr wirklich einen Startpunkt und einen Endpunkt habt und dann hier solche Sachen mit Abzweigung macht, die dann wieder auf dieselbe Piste drauf geht, dann macht das wirklich so, dass das vom Schwierigkeitsgrad her einheitlich ist, ne? So, das können wir auch nochmal Anfänger nennen. So, okay. Ist ja wie gesagt eine komplette Anfängerpiste, ne? Also ihr seht schon, an sich nicht schwierig. Die Schwierigkeit besteht dann wirklich darin, die ganze Sache so zu gestalten, dass ja, ich sag mal, die Farbe möglichst einheitlich ist. Auf der Karte ist das hier noch relativ einfach. Zumindest was die leichteren Schwierigkeitsgrade der Strecken angeht. Auf der anderen Karte ist es nicht ganz so einfach. Ihr könnt natürlich auch genauso gut zum Beispiel dahergehen und könnt sagen, hey, ich möchte jetzt aber Skilifte von Piste zu Piste. Das sollte auch funktionieren. Ja, ihr seht das schon hier. Wir könnten jetzt hier zum Beispiel wieder einen Eingang für den Skilift machen und könnten den Ausgang hier oben hin machen, ne? Und dann können die Leute quasi, ja, ich kann es ja mal platzieren. Dann können die Leute quasi hier runterfahren, können hier wieder zum Lift, können hier nochmal hoch und können dann hier runterfahren. Also
Da sind schon komplexe Sachen möglich, sage ich mal. Macht jetzt hier aber natürlich keinen Sinn, ne? So, wie ihr seht, alle Skigäste, die wir haben, 28 Stück sind es, befinden sich gerade auf unserem Skilift und warten darauf, dass wir oben ankommen, um endlich fahren zu können. Wenn die jetzt auch oben sind, schauen wir uns mal an, was das eigentliche Spiel ist, denn ich hatte ja gesagt, die sollten glücklich werden. Ich mache mal kurz ein bisschen schneller, damit wir den ersten Skifahrer, den ersten Gast hier begrüßen können. Wir könnten natürlich auch hier oben mehrere Pisten abzweigen lassen, sage ich mal, ne? So, jetzt können wir hier sehen, okay, fürs Warten hat er keinen Abzug bekommen. Und hier haben wir jetzt die Spaßentwicklung von unserem Freund hier. Und ihr seht, je länger der die Piste fährt, umso schneller, oder was heißt umso schneller, umso mehr steigt das. Allerdings ist jetzt so, dass dieser Typ hier, Club Kids, der ist quasi schon so ein bisschen fortgeschritten. Und für den ist diese Strecke eigentlich nichts. Entsprechend steigt der Fun-Faktor nur minimal an. Ja, ihr seht das auch, der schläft hier fast ein. Oh, wie lame ist denn das? Ja, für Fortgeschrittene ist das hier halt nichts. Das ist ja tatsächlich mehr, ja, eine Anfängerstrecke halt, ne? Schauen wir uns mal vielleicht noch einen anderen an, der vielleicht ein bisschen mehr Spaß dran hat. Okay, der hat aber schon mal minus 1, weil er warten musste. Ist auch ein Fortgeschrittener. Haben wir hier vielleicht mal... Okay, hier haben wir jetzt so einen Mountain Lover, sage ich jetzt mal. Das ist ein Anfänger, ne? Novice Anfänger. Und hier seht ihr schon, hier steigt der Spaßfaktor deutlich schneller an. Wie gesagt, auch hier haben wir wieder die minus 1, weil er so lange warten musste. Aber wie gesagt, ihr seht, das macht ihm schon so ein bisschen Spaß. Der schläft auch ein. Ja, und wie gesagt, so ist es halt Sinn und Zweck des Spiels, dass die Leute hier Spaß haben und entsprechend eine hohe Wertung bekommen. Die hohe Wertung erhaltet ihr natürlich, indem die Skifahrer eine möglichst lange Strecke fahren können, ohne möglichst lange warten zu müssen und halt entsprechend hier hohe Werte zu erreichen. Ne? Ihr seht das schon, der hat eine Wertung von 55% und das bringt uns jetzt schon hier zum nächsten Punkt, und zwar die Happiness aller unserer Gäste. Das ist eingeteilt, da haben wir hier die Clumsy Riders, das sind so die Kiddies, die Anfänger. Die Sport Club Kids, das sind die etwas Fortgeschrittenen. Und so ein Mountain Lover hat man ja eben schon. Da seht ihr halt auch nochmal hier den Skill Level, halt Anfänger. Und was für den halt wichtig ist, sage ich mal. Ne? Also es sollte nicht ganz so schnell sein. Und es sollte nicht allzu viel Angst machen. Ne? Es sollte nicht und hier habt ihr jetzt zum Beispiel, das ist wie gesagt, das sind die Fortgeschritteneren. Und hier seht ihr schon, hier kann die ganze Sache schon ein bisschen mehr Action bieten. Und diese können auch besser fahren. Dann noch ganz, ganz wichtig, hier haben wir die Sterne. Ja, also je weiter wir da hinkommen, können wir jedes Mal quasi einen weiteren Arbeiter freischalten und können halt damit dann entsprechend mehr Seilbahn betreiben. Ja, hier seht ihr schon, hier haben wir den ersten Stern schon bekommen. Also haben wir entsprechend jetzt sogar schon 5 Arbeiter, die wir anstellen können. Seht auch hier nochmal die Sternewertung. Wie gesagt, das sind die Arbeiter. Wir haben einen angestellt und 4 können wir noch zusätzlich anstellen. 29 Gäste haben wir in unserem Skiresort und die Gesamtwertung ist 55%. Nachdem wir jetzt ja für die Anfänger schon mehr oder weniger eine Strecke haben, sollten wir uns jetzt natürlich darum kümmern, dass wir für die etwas Fortgeschrittenen was bauen können. Und wie gesagt, hier ist jetzt natürlich das Problem so ein bisschen, es gibt hier nicht allzu viel Steiles, ne? Wir können hier vielleicht noch was Interessantes bauen. Das sollte auch Spaß machen, denke ich mal. Was jetzt interessant wäre, können wir... Aber es zeigt das Spiel leider nicht an. Ach, das wäre natürlich... Okay, auf jeden Fall können wir halt so gucken. Ich sag mal, dass der Schwierigkeitsgrad entsprechend hinhaut. Mein Ziel wäre es jetzt dann erstmal eine blaue Piste aufzubauen. Ich denke mal, dass das hier vielleicht sogar schon zu steil ist. Ja, hier hätten wir rot. Rot möchte ich nicht. Wie gesagt, ich möchte eine blaue Piste. So, wenn ich jetzt aber hierher gehe. Und wenn wir das hier runterziehen. Ja, hier haben wir ja das Grüne ständig da drin. Das möchte ich natürlich vermeiden.
Ich möchte, wie gesagt, mehr oder weniger ausschließlich blau haben. Wenn wir das hier runterziehen, ja, dann wird es auch rot. Ja, okay, und da ist sowieso rot, ne? Und wie gesagt, die Piste sollte auch nicht. Nee, da ist mir das Endstück, das Grüne, das gefällt mir nicht. Da können wir halt echt nichts mit anfangen an der Stelle, ne? Dann würde ich sagen, dass wir uns einfach mal. Ja, ich sag mir, wir suchen uns diesen Bereich hier aus. Und schauen halt, dass wir das Blau, also mit möglichst viel Blau, hier runter bekommen. Ich meine, ich sag mal, ein bisschen Grün werden wir reinmachen müssen in die Piste. Okay, da wäre die Strecke zwar länger, sage ich jetzt mal, wenn wir es hier machen, aber dann halt auch mehr Grün. Und das wollen wir ja vermeiden, ne? So, jetzt haben wir hier die Strecke platziert. Das Spiel empfiehlt uns wieder Blau als Schwierigkeitsgrad, ist klar, denn fast der komplette Bereich der Strecke ist ja auch blau. Und entsprechend können wir jetzt hier die nächste Gondel platzieren. Machen wir das mal weg. Hier würde ich jetzt sagen, nehmen wir schon mal die nächstgrößere. Sprich hier den direkten Sessellift und platzieren den einfach so, dass wir, ich sag mal, neben der Piste hier halt dran können. An der Seite kann man es nicht platzieren, man kann es noch oben drauf platzieren. Platzieren wir es einfach direkt dran, ne? So, jetzt haben wir hier den nächsten Lift, die nächste Strecke ist fertig. Auch die können wir aktivieren. Hier seht ihr schon, wenn wir nur einen Angestellten haben, wie langsam sich der Lift bewegt. Und wir schaffen nur 25 Fahrgäste am Tag. Also klicken wir einfach noch den zweiten mit rein und schon haben wir 100 am Tag. So, das sollte jetzt ausreichen, denke ich mal, damit wir die Leute alle ein bisschen glücklich machen können. Also hier die Anfänger mit 76 sieht das ganz gut aus. Schwankt natürlich ein bisschen, ne? Und jetzt denke ich mal, dass wir die Sportclub-Kids jetzt mit der Piste doch animieren können, dass sie sich hier ein bisschen mehr freuen. Ihr seht schon, dadurch, dass wir halt tatsächlich kein Geld hier haben, ist es natürlich relativ einfach, ne? Wir können hier rumexperimentieren, wir können ein bisschen rumspielen. Und ich würde mal sagen, dass wir genau das jetzt hier auch noch machen werden. Und zwar werden wir einfach mal schauen. Wenn wir jetzt hier eine Strecke machen, die maximal rot ist. Ja, das wird. Ne, da hier unten kommt gar kein Rot mehr hin. Okay, dann schaue ich mal, dass ich es blau bekomme. Also bei den großen Liften, also bei diesem Schlepplift, können wir natürlich nicht mit der Skipiste drunter durch. Aber ab Sessellift ist es machbar. Dann können wir vielleicht mal schauen, ob wir mal hier anfangen. Also wie gesagt, Rot möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr so haben. Oder wir machen das hier. Und dann hätten wir hier quasi wirklich mehr oder weniger eine recht schwere Strecke. Nee, da bin ich ehrlich gesagt nicht so zufrieden. Nee, dann werde ich doch mehr schauen, dass ich nochmal eine relativ einfache Strecke hinbekomme. Weil das hier wahrscheinlich nicht so einfach sein wird. Aber ein bisschen Rot können wir ja reinmachen. Nur halt eben vielleicht nicht ganz so viel. Die Kurven sind ja auch, ich sag mal, beim echten Skifahren ein bisschen kritisch, ne? Man kann das aber so bauen, ne? Moment, also ich möchte auf keinen Fall hier grün drin haben. Okay, da haben wir das Grün, ne? Ah ja, schaut einer an, okay. Ja, dann schließen wir das hier mit an. Und das Spiel sagt uns wieder, dass es mittlerer Schwierigkeitsgrad ist. Und ich denke, das ist auch in Ordnung, ne? So, jetzt werde ich die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen erhöhen. Noch haben wir hier keine Fahrgäste.
Ach, die Musik. So, und jetzt hoffe ich einfach mal, dass jetzt früher oder später mal die ersten die Skipiste hier verwenden. Da kommt der erste. Okay. Im Übrigen hier das Ziel. 25 Fahrgäste haben wir natürlich schon erreicht. 150 werden wir auch relativ schnell erreichen, schon allein, weil jetzt hier wahrscheinlich die Wertung entsprechend gut ist und wir natürlich viele Skifahrer transportieren können. Schauen wir uns jetzt hier mal an. Okay, wir brauchen mal noch jemanden, der hier auch tatsächlich ankommt. Ach ey, okay. Der nächste kommt erst da unten. Ja, aber seht, die Anzahl der Besucher steigt. So, machen wir gleich mal wieder auf normale Geschwindigkeit und schauen uns das jetzt nochmal an. Der will fliehen. So, genau. Ihr seht schon, der möchte blaue Strecke haben. Und entsprechend steigt der Fun-Faktor und er wird zufriedener. Sehr schön. Dann mal schauen, ob wir dann auf einen Plus von über 10 kommen. Ihr seht das, jetzt hat das Spiel auch umgeschalten. Er hat jetzt ja quasi die Skipiste gewechselt, ne? Das heißt, hier haben wir die plus 8,3. Und jetzt kommt das quasi noch dazu. Aber hier sind wir ein bisschen langsam unterwegs. Ja, immerhin, ein bisschen was zählt es noch drauf. Auf jeden Fall deutlich über 10. Damit können wir, denke ich, zufrieden sein. Und ihr seht auch schon, dass die Gesamtwertung entsprechend steigt, ne? So, jetzt können wir uns noch mal anschauen, was wir jetzt direkt für Leute haben. Moment, es gab noch eine komplette Übersicht. Genau, hier bei den Sternen war das, genau. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Typen von Skifahrern. Die ersten drei sind quasi Standard, sage ich mal. Und davon gibt es dann immer noch Steigerungen. Und wir haben hier dann noch die Ex-Skilehrer, ja, und die Anfänger. Und wie gesagt, mit jedem Mal, wo wir die glücklicher machen, können wir halt mehr Angestellte einstellen und so halt auch mehr Skilifte hier aufbauen. So, ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall genügend Kapazität, ne? Wir brauchen mehr Fahrgäste. Okay, ihr seht schon, die Sportclub-Kids, die steigen jetzt so ein bisschen. Ich mache mal die Spielgeschwindigkeit ein bisschen höher. Und dann hoffen wir mal, dass wir hier langsam aber sicher ein paar mehr Gäste bekommen. Wie gesagt, das ist wirklich tatsächlich nur davon abhängig, wie glücklich die sind und wie viele Skilifte ihr habt. Wichtig ist natürlich auch, ihr braucht gar nicht zu viele Abfahrten mit einem Skilift versorgen, sage ich mal. Denn das hat den kleinen Nachteil, dass hier irgendwann so lange Warteschlangen hier unten sind, dass das halt einfach nicht mehr funktioniert, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich werde mal noch einen weiteren Lift platzieren. Die Frage ist jetzt nur, wo wir das machen wollen. Wir können ja mal dahergehen. Und eine rote Piste machen. Sowas hier bietet sich ja zum Beispiel an, ne? Weil, was ich zum Beispiel nicht weiß, ob das funktioniert, wenn man, also ob man die Leute per Lift auch wieder zurückschicken kann. Also ich meine, in echt funktioniert das, aber ob das halt in dem Spiel funktioniert, das weiß ich nicht. Werden wir aber mal probieren. Ich hoffe, er passt hierher. Ja, er passt hierher. So, dann, ach nee, Moment, Moment, Moment. Bevor ich das platziere, machen wir erstmal die Piste. Ich nehme diesmal eine breite Piste. Und dann schauen wir uns einfach mal ganz stumpf an. Ne, so, fertig. Nein, Spaß, das macht ja, das ist ja utopisch. Oh, schwarz, schwarz möchte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt. Wenn wir hier nach links runtergehen, vielleicht können wir hier, wie gesagt, möglichst viel Rot haben. Ah, nee, das wird auch nix. Ich denke mal, ich will da schon wieder zu viel. Aber ich möchte das auf jeden Fall noch versuchen. Wir haben ja hier theoretisch. Hier haben wir ja theoretisch ganz gut Platz, ne?
Okay, ich glaube, ich habe das noch nicht so ganz raus. Oder wir bauen das so rum. Ja, dann bin ich schon zu weit unten, bekomme nichts Rotes mehr hin, ne? Ja, also ihr seht schon, das ist nicht ganz so einfach. Ich möchte, wie gesagt, auf jeden Fall noch einen roten Abschnitt haben. Und wie schaut es hier aus? Ja, die Kurven macht das nicht einfacher, ne? Ich komme immer nicht zurück. Ich müsste so eine Kurve machen, also so einen Bogen. Aber das kriege ich nicht wirklich hin. Tja. Okay, nicht auf der Reihe. Nee, das bringt hier. Also auf der Karte kriege ich das echt nicht hin. Klappt nicht. Na okay, ich mache die Spielgeschwindigkeit mal ein bisschen höher, auf dass wir mehr Fahrgäste bekommen. Ihr seht das schon, wir waren gerade bei 85. Ich würde einfach sagen, dass ich das mit der roten Piste dann auf der zweiten Karte mache. Und ich schaue jetzt halt einfach noch, dass ich die 150 Skifahrer bekomme. Indem wir vielleicht einfach nochmal eine mittlere Piste oder sowas machen. Das sollte doch machbar sein, oder? Ich meine, hier warten ja eh schon Fahrgäste. Schauen wir uns nochmal die Gesamtwertung an. Ja, wir bräuchten noch was Mittleres, sage ich mal. Für die angstlosen Anfänger. Ja, okay. Super, ne? Ja, da machen wir noch mal was Einfaches. Auf der Karte, dass wir den großen Lift noch mal sehen. Moment, da platzieren wir natürlich auch zuerst die Strecke. Da könnten wir eigentlich noch ein bisschen weiter hochgehen. Mit rechter Maustaste könnte das dann wieder so mehr oder weniger entfernen. Ne, rot möchte ich nicht. Moment, dann nehmen wir noch mal ein bisschen so rüber. Ja, das sieht, denke ich, ganz cool aus. So, da empfiehlt uns das Spiel Blau. Ja, es hat sich so in etwa die Waage gehalten, ne, mit Blau und Grün. Nichtsdestotrotz nehmen wir dann jetzt hier den großen Lift. Auch wenn die Entfernung vielleicht nicht so groß ist. Und platzieren den hierher. Und können den aktivieren, sprich wieder Arbeitskräfte rein. Und dann haben wir jetzt hier 360 Skifahrerkapazität pro Tag. Und ich denke, das ist ordentlich, ne? Dann schauen wir mal, ob wir hier nicht noch eine weitere Strecke hinbekommen. Genau, schwarz, ne? Kriegen wir das auch hier drauf? Moment. Ne, da habe ich Weiß. Ich will kein Weiß drin haben. Okay, wir dürfen nicht zu sehr auf den Buckel kommen. Ha, kein Weiß drin. Okay, da oben haben wir ein Stückchen Weiß. Okay, auch hier sagt das und empfiehlt das Spiel, dass Blau überwiegt. Also lassen wir es auch auf Blau. So, wie ihr seht, jetzt haben wir im Prinzip drei Liften, drei Lifte und wir haben sechs verschiedene Strecken. Wir haben zwei leichte und vier, naja, unteres Drittel, ja, unteres Mittel, sage ich mal, unterer mittlerer Schwierigkeitsgrad. Und wie gesagt, an sich, die ganze Sache ist nicht schwierig. Ein bisschen blöd ist tatsächlich, dass es noch kein Geld gibt, aber ich denke mal, das kommt auf jeden Fall noch mit dabei.
Früher oder später zumindest. Ich werde euch in der nächsten Folge, mache ich dann nächste Woche Freitag, noch die zweite Karte zeigen. Und ich würde sagen, dass ich mich auf jeden Fall freuen würde, wenn wir uns da dann wiedersehen. Ihr seht schon, ja, wir haben hier schon Warteschlangen. Wir könnten also hier den Skilift zum Beispiel vergrößern, also sprich den halt einfach abreißen und einen neuen größeren bauen. Aber ich denke mal, noch reicht das. Ja, wir könnten zum Beispiel auch, Moment, das möchte ich noch machen. Wir können natürlich auch hier dahergehen und können sagen, okay, wir verbinden das mit dem. Das wäre dann auch möglich. Dann haben wir einfach nochmal eine Strecke. Ah, und was wollte der Zufall uns damit sagen? Wir haben quasi das Ziel auf dieser Karte erreicht. Wir haben 150 Fahrgäste erreicht. Und damit ist mehr oder weniger die Karte geschafft. Also das vorrangige Ziel ist erledigt. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass da noch Geld damit beikommt. Ansonsten würde es ja gar keinen Sinn machen, ne? So, okay, dann beende ich das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns morgen bei Wirksame Ressources wiedersehen und nächste Woche Freitag bei der zweiten Karte von Snowtopia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, bis morgen.